Ich hatte mit einer Sache definitiv recht, nämlich dass es wachsen ist. Oh, ich kann ein Miniship mitnehmen. Wuhu. Ah, wohin soll ich? Ach. Offenbar kommt Fosen als nächstes. Okay, ich habe offenbar jetzt ein paar mehr, ein höheres Kostenlimit als vorher. Mehr kann ich mir leider nicht leisten. Nee, Sticker will ich auch nicht. Nee, ich will es noch speichern und dann kann es weitergehen. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Pause einlegen, aber wisst ihr was, so komme ich sonst niemals voran. Wir machen einfach weiter. Also seht's mir nach, wenn ich ein bisschen erschöpft werde im Laufe der Folge. Wo? 26? Welches Level bin ich? 19? Das kann doch nicht die echte Welt sein, oder? Die nächste Welt. Oder doch? Oh, Monstropolis gibt's noch. Aber 24? Warte mal. Ah, okay. So kann ich jetzt also hin und her wechseln. Okay, 87%. 72%. Okay, es sind die 1 und 2, die ich habe. Oh mein Gott, das wird schwer. Gut, dann versuchen wir es mal mit, ja, Monstropolis, ne? Mini-Jets habe ich offenbar bei, oder? Stimmt, ich hätte vorher noch mal diesen alten Königs, den Highwind-Jet und nicht den neuen mit. Deswegen ist die Sache nicht leichter geworden. Okay. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht ein bisschen zu overpowered werden, aber wenn ich jetzt sehe, dass das nächste Weltenlevel hier 24 ist. Heiliger Bimmer, und dann wird das nicht leicht. Wieder auf Sternkonstellation treffen, Konstellation fotografieren, bla, okay. Wo ist mein Ziel? Okay, da rechts. Nicht mal ein anderes Gummijet-Thema. Wow. Ja, weiter. Hoffentlich erwischt mich der Herzlose da vorne nicht. Oh, schön weit weghalten. Ich habe so ein bisschen Angst bei der nächsten Welt, dass ich vielleicht eine Cutscene im Nachgang rausgehen muss. In der ein urheberrechtlich geschütztes Lied mit drin ist. Ich werde es mal versuchen drin zu lassen, aber sollte ich merken, dass YouTube das wegstrikt, dann habe ich keine andere Wahl, als es rauszunehmen. Das werde ich euch dann schon irgendwie kenntlich machen, ob YouTube das weltweit gesperrt hat oder nicht, das Video. Ah, Monstropolis, das heißt Vanitas, es ist Vanitas Zeit. Oh, stimmt, wieder ein Boss, oder? Natürlich. Stranger Danger, Stranger Danger. Was sage ich mit meinen Mini-Jets? Wo sind die? Ich habe die offenbar doch nicht mitgenommen. Autsch, autsch. Okay, wenn ich einfach weiter auf ihn raufballer, scheint es besser zu sein.
als alles andere. Also das bisschen Damage, was wir abbekommen, das nehme ich gerne in Kauf, in der Hoffnung, dass wir ihn euch trotzdem schnell besiegen können. Oh, ist unsichtbar. Oh mein Gott. Okay, wir haben Anger A erreicht. Wir haben den Berserker-Modus aktiv. Und da ist er wieder weg. Oh shit, der macht doch viel Schaden. Ist er abgehauen? Ne, doch nicht. Okay. Gegen den Terrorhai. Mhm. I level up. Gut, damit schon mal verrückt, dass das was wird. Auch wenn das Level hier auf Level 24 gesetzt ist. Donald! Goofy! Why do you guys look like monsters? Pew, pew, pew! Well, you both scared me. Whoa! Seriously? Is this how we blend in here? That's right! It's about time you got on! Oh? Could you guys take a few steps back? You're giving me the heebie-jeebies. You take a step back. Come on. I think our new look could turn out to be lots of fun. Wonder what kind of weirdos live here. Who'd have thunk he'd get so creeped out? It says, we scare because we care? That's odd. Doesn't sound very caring. If they look like us, then they could be trouble. I think we better investigate. Oh! Ooh! Ooh! Whoa! Wee! Boo! Hmm? I wonder who those guys are. What? Careful, Sully! If they see the KID! That's fine. We got nothing to hide. But you're the CEO! You set the example! Hmm. Guys, it's not what it looks like. Okay, listen. That kid over there just popped out of nowhere. We gotta call the CDA. A code 835. Are you trying to scare that little girl? Yes! I mean, no! We're done with scare power. Nobody's getting scared. Mike, take it easy. You should too, Sora. You see? She's happy! Oh. Hello. My name is Sora. Boo! Oh, is that your name? Nice to meet you, Boo. Huh? Hold on! You guys really aren't afraid of humans? Mike Wazowski! Huh?
Come on, Boo. I'm Mike Wazowski. Mike Wazowski. Well, you can see the resemblance. That googly bear eye. What's going on? I'm Donald Duck. Mike Wazowski. I'm Goofy. Well, my name's Sully, and this is... Oh, we know. Mike Wazowski, right? Hmm? What's the matter, Boo? No! That's not the Heartless's emblem! The rat! And how come I feel like I might have seen them before? Well, they aren't friendly. Stay here, Kitty. We'll be back. Those guys are right, Sully. This has got bad news written all over it. Yeah, we gotta keep Boo safe. I'm on it! Tja, Goofy, erinnere dich 12 Jahre zurück. Da waren die überall. Die Unversierten. Okay, finden kann ich dich also nicht angreifen. Ah, die kleinen Vogelfiecher. Wow, so viel Erfahrung. Oh mein Gott, machst du viel Schaden. Okay, ihr habt ja gesehen, während der Katzen habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich mich um irgendwas kümmern soll, deswegen... Ich werde danach leider eine Pause einlegen müssen, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Mich mal kurz um irgendwas kümmern. Was auch immer der von mir will. Aber das Battle-Thema ist nice. Ah, ich freue mich schon so sehr, ihn wiederzusehen auf Vanitas. Das wird so geil. Vor allem, wenn Sora endlich sein Gesicht sieht. 217 Punkte, nice. Und wir dürften ja relativ schnell aufleveln, dadurch, dass wir ja 5 Level unter sind. Der Wandstoß? Nochmal? Bin ich schon? Sully, even with those extra pounds you put on. Still running circles around you, Butterball. Kitty! What? So any idea who those guys were? Well, they couldn't have been Heartless. It's on the tip of my tongue. I remember the king told us something about negative emotions. Unversed? Oh, yeah! Them! Unversed? Uh-huh. A while back, the king fought a whole bunch of battles against them with the 3 missing Keyblade wielders. The same 3 that we're looking for? Aqua, Terra, and Ventus? Uh-huh. We need more dependable help than you! Hey! Still, how come the Unversed are showing up now? I should be testing your screen power. Hey, I told you we're through using that! Besides, we have no idea who or what you're talking about. Oh, you'd really like the king. Uh-oh! Order! Basically, we've come from far away to get rid of those creatures causing trouble. We're like exterminators? Just how far away? As far as you can imagine. Okay, let's just say we buy all that. Are those creeps dangerous? Extremely! They sure gave Boo a scare. Sully, I know you've missed her, but it's time to postpone our playdate. You're right, Mikey. Let's get our girl home. What are you planning to do? It's kind of a long story, but Boo's from another world, and we gotta send it back there to keep us safe. Okay, then. We're gonna help you. What? Well, the Unversed might try to cause more trouble, so we want to come along. Great!
We could use a couple of exterminators around here. Yeah, thanks. Hey, they need us. Besides, we need to figure out how all those unversed got here. I feel much better when Boo's back in her own room. Me too. Good thing the laugh floor is not too far. Wo ist der Safe Point? Also wie gesagt, ich würde lieben gerne weitermachen, aber ihr habt ja gesehen, da wäre jemand was von mir dringend und ja. Deswegen muss ich gleich mal abbrechen. Und scheint es, als ob hier ein Safe Point wäre. Ich will mal kurz eine Sache checken noch vorher. Warum ich noch eine weitere Revanche-Stütze? Revanche-Stoß. Drücke nach erfolgreichem Blocken X, nahe geht nämlich Luft zu wirbeln. Du kannst nur eine Blockkonterfertigkeit anlegen. Okay, wir testen das mal. Revanche-Stoß gleich. Oh, die Welt sieht geil aus. Okay, verzeiht mir, ihr werdet jetzt hier einen Cut bemerken. Ich bin dann bald wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Gott sei Dank konnte die Angelegenheit schnell geregelt werden. Und ich freue mich schon auf die Welt hier. Weil das sieht ziemlich interessant aus am Weltdesign her. Wie das Ganze hier werden kann. Okay, ich hatte jetzt erwartet, dass man irgendwie Wasser bekommt oder so. Und hier haben wir die ganzen Behälter. Oh, und da sind auch schon die Unversehrten wieder. Oh. Wow. Ah, das Battle-Thema von der Welt ist unglaublich geil. Also, ich würde sagen, das von Toybox ist noch ein bisschen besser. Wow, du musst doch nicht gleich despawnen, weil ich dir auf den Schädel haue. Wenigstens behalten ihre Gesundheit. Aber immer noch, man bekommt auf diesen Hype-Level, auf dem man im Combos Pro. Ding explodiert, okay. Und ja. Oh. Beine übersehen. Ja, und wegen Soras Aussehen. Ja, ich weiß. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn das erste Treffen zwischen Sora und Vanitas dann in seiner normalen Form stattfindet, aber. So, Monsters Incorporated used to rely on screen power from human kids for energy. But now we collect their laughter instead. It turns out, laughter is 10 times more powerful. Kitty! And we never figured it out without Boo. Cool. Our ship's powered by laughter, too. Guess we've got that in common. That was a laughter machine! Come on, I am not. Unversed are back. This is terrible. Look, there's Boo's door. We'll have to play another time, Boo. You stay here. Ready to clean house? Oh mein Gott, die Unversehrten bringen Kinder um. Ich bin zwar nicht so der Fan davon, aber ich glaube, in dem Terrain ist es ganz gut, mal mehr Teacups einzusetzen. Okay, oder auch nicht. Ich denke, ich werde es heute so machen, dass ich noch eine längere Aufnahmesitzung mache, als ich gleich hier dann noch die nächste Welt mache. Und dann morgen alles schneide. Also seht es mir nach, wenn ich dann nachher noch ein bisschen fertiger bin als sonst. Und ich muss mal unsere Abilities ja prüfen. Wow. Und noch eine Sache. Ich habe mir eigentlich vorgenommen,
die Ladezeiten rauszuschneiden. Das Problem ist nur, bei diesen langen Aufnahmesitzungen ist echt schwer, alle Ladezeiten zu finden im Aufnahmematerial. Und ich habe keine Zeit, Alena, das durchzugehen. Bei dem Pensum, was ich schaffen will pro Tag. Und dazu kommt, dass mein Schnittprogramm letzter Zeit ein bisschen rumspinnt. Insofern, dass es manchmal ewig braucht, bis das aktuelle Videobild wirklich geladen ist. Und deswegen hatte ich auch schon versucht, die Ladezeiten rauszustellen, aber es ging einfach nicht, weil ich nicht sehen konnte, wo ging es denn los. Weil es immer wieder geleckt hat. Wow. Okay. Warum ist jetzt kein Konter rausgekommen? Belohnungsteiler. Mhm. Was das bringt. Here. Nice. Grab onto the door when you're ready. Got it. I wonder where Boo's door flew off to. An welcher Tür soll ich mich festhalten? Türen gehen noch nicht. Achso, ich verstehe. Okay, also dann werden die Türen quasi ins Türenlager gebracht und ich soll mich einfach ranhängen. Um dann die richtige Truhe zu finden. Nutzen wir lieber ein anderes Schlüsselschwert, was gerade keine Transformation aktiv hat. Ich schaue mich hier nochmal kurz um. Sind es auch wieder Helium-Ballons? Nee, offenbar nicht. Hm, war da aber gerade was? Nee, doch nicht. Aber hier haben wir noch eine Truhe. Ja, ich habe auch mal nachgeschaut, also es hat noch keiner die Platin-Trophäe. Und das Spiel ist auch offiziell noch nicht draußen, aber normalerweise gibt es eigentlich immer so eine Person, die es noch schon vor Release irgendwie geschafft hat. Deswegen frage ich mich, wie schwer die Platin-Trophäe zu erlangen sein wird hier in Kingdom Hearts 3. Aber natürlich machen wir das mit. Damit unsere Sammlung vollständig ist. Ja, dann haben wir ja auch geschafft. Und ich muss bald mal die Lichter anmachen. Ready. Boo, hold on. Don't want you to get hurt. Boo's door, here we come! I just got a great idea. Heartless! Not here too! Keep Boo out of harm's way. We'll handle the bad guys. Oh, gimmick fight. Und das haben wir das letzte Mal bei der Arena Solims gemacht. Haben wir den Soundtrack schon mal gehört? Bin gerade nicht ganz sicher. Oh oh. Wie kann ich ausweichen? Muss ich da springen? Oh, ich bin fast tot. Bitte, lande da rechts. Da können wir uns heilen. It's offline!
We have to power it up. More bad guys. Don't worry, I'll watch Boo. Okay. Yeah. Sora, we gotta make Boo laugh to open the door. Okay, dann kommt es jetzt mit der Bowlingkugel ins Spiel. Okay, es reicht offenbar schon aus, die Herzen abzuschlachten, dass sie sich besser fühlt. Moment. Okay, benutze Raketen. Das gefällt dir bestimmt. Oh nein, Mike ist tot. Sonst hätte ich ihn ja als Bowlingkugel benutzt. Okay, er lebt wieder. Was muss ich machen, um das auslösen zu können? Tschüss. 3D-Zeit. Oh mein Gott, Mike stirbt schneller als Donald. Warum ist mein Konter-Move nicht rausgekommen? Oh nein, Sully wird sterben. Okay, während der nächsten Katzenmensch will ich es machen. Viel zu dunkel. Oh, Mike Zug ist tot. Ich muss mal testen, ob wir währenddessen überhaupt verletzt werden können, von hinten oder dergleichen. Ja, ein Trio-Wächter. Irgendwie kann ich die Aktion nicht machen, dass man ihn schmeißen kann. Ja, herzlose Killen, das können wir. Los, komm, Mike. Ich habe doch diesen komischen Umkreis um seinen Körper gesehen. Aber aus irgendeinem Grund wäre es nicht machen. Okay, ich betrachte es als gute Grinding-Gelegenheit. Wir sind sowieso unterlevelt für die Welt. Oh, ich habe eine Idee. Wir haben es sowieso noch nie getestet. So wahrscheinlich das ein und einzige Mal sein, dass ich das Ding wirklich aktiv testen will. Einfach weil man währenddessen getroffen werden kann. Okay, also offenbar muss ich nicht mal meine ganze Fokusleiste verbrauchen. Sondern nur meine MP. Kann er auch mehr? Okay, erstmal offenbar nicht. Gut. Dann machen wir mal das Finale. Naja, Rekord. Okay, juhu. Wo ist Boo? Da ist sie. Schrei-Strike? Wo ist Mike? Da ist Mike. Ah, jetzt okay.
The door's open! Whose door? Ready? It's time to hitch another ride. Cool. We have to find Boo's door. Ja, aber erstmal speichern wir. Okay, also die Türchen, also die Tür mit der Blume drauf. So, wir haben Feuer bekommen. Auch eine andere Fähigkeit, mal gucken. Eisboost, ja okay, was will ich nicht nutzen. Hochmagie-Zahl plus. Erhöhe die Verfügbarkeitsdauer von Hochmagie-Kommandos. Die Fertigkeit kann aufgestapelt werden. Achso, dass man quasi die Situationskommando länger einsetzen kann. Nein, danke, 30 Sekunden sind sowieso mehr als genug Zeit. Esprit wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Belohnungsteiler. Gib überschüssige LP, MP und Fokuspunkte von aufgesammelten Kugeln an Freunde weiter. Das klingt ziemlich nützlich, aber im Moment brauchen wir das noch nicht, würde ich sagen. Was ist das? Achso. Ach, Dreieck. Bei Dreieck kommt Entdeckung gehen. Okay. Gut, habe ich beim ersten Mal nicht gesehen, sorry. Oh lol. Ich hätte früher an Deckung geben müssen. Oh, ich darf Dreieck nicht spammen. Genau das war das Problem jetzt hier an der Stelle. Und ich kann mich natürlich nicht heilen. Nein, so, was machst du? Safety first. Okay, runter mit uns. Und wieder hoch. Oh, was? Aber die Kamera, irgendwie die Kamera spielt manchmal echt rum. Oh mein Gott, ich werde sterben. Oder vielleicht auch nicht. Spring ab. Dann können wir uns noch heilen. Okay. Ich werde normal kämpfen. Ich werde das Limit nicht einsetzen. Oder den Limit. Geil. Mir gefällt unser Damage Output. Auf da. Wo er sich befreien kann. Okay, unsere Transformation scheint zu Ende zu sein, aber guck mal, ob hier hinten nicht noch irgendwas ist. Weil hier ist auf jeden Fall so ein komischer seitlicher Raum. Hm, wie kommen wir da hin? Ah, okay. Stimmt, auf einer anderen Ebene ist dieser andere Raum, der mir dort angezeigt wird. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier durch die Tür durch. Na, okay. Direkt zur Lachabteilung, okay. Was ist das hier? Okay, das ist da, wo wir gerade hergekommen waren. Ist da eine weitere? Nee. Okay. Tja, jetzt ist die Frage, wo wir das Spiel hingehen und wo wir das Spiel dort nicht unbedingt hingehen muss. Ich glaube, das ist jetzt optional. Sternenschild plus. Okay, es. Warte mal, was ist das? Aero-Resistenz. Na gut, was soll's. Ich meine, bis auf die letzte Welt haben wir noch keinen wirklichen Aero-Elementar-basierten Feind getroffen. Ey, das ist dieses Spiel. Es sieht so gut aus.
zu gut, auch so mal zu sein. Find some ingredients. Ja, ich weiß. Ich sollte aber wirklich mal kochen, unbedingt. Scheine wegen der Bratpfanne, wegen dem Schlüsselschwert. Take a wrong turn. Who cares? All that matters is that it's the last turn that you losers are ever gonna take. Randall? Who's he? A creep we banished for trying to collect screams by force. He used to be Boo's scarer. How did you even get back here? The door we sent you through is sawdust. Yeah. And I almost got turned into somebody's wallet. Lucky for me, a real nice guy came along and fixed the door. So here I am. And starting today, I'm numero uno, top of the leaderboard, baby. Ha! You a top laugh collector? In your dreams, Randall, my laugh totals are off the charts. Who said anything about collecting laughs? I'm after negative emotions. And my new friends have kindly invaded the factory to get them for me. Negative emotions? Who's trying to know? Yeah, Organization 13 must be helping them. Laughter's just not sustainable. Once Junior chorts his last chortle, you've got to start over. But negative energy, especially sadness, give them something that really breaks their little hearts. And they'll stay sad forever. We'll never have to worry about energy again. We're not gonna let you hurt anyone like that! Huh? Not you, or your little unversed helpers! Just try and stop me. You'll see soon enough. I am gonna be a legend around this place. Now, consider your careers officially over. What? And that goes for the rest of you, too. Hey! Where'd he go? We're in control of this factory now. And I suggest a few improvements. Some real doozies I just know you're gonna love. In fact, you're not getting out of here alive. That weasel means business. He'll never quit. We have got to get Boo to safety first. Then we can take care of Randall. Time to find a way out. Yeah.